Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elexo. Ich habe jetzt ein bisschen Elektro- und Metallschrott verkauft, hin und her, kreuz und quer, bla bla bla. Und bin jetzt von 2000 auf 100.000. Und jetzt werden wir uns schön lecker eindecken für die finale Schlacht. Das heißt, Heiltränke, Granaten und wir werden unser Schwert auf Vordermann bringen. Mal sehen. Dafür nehme ich euch halt ein bisschen mit. Und mal gucken, ob wir dann jetzt in der Folge schon halt mit dem finalen Kampf anfangen oder halt erst in der nächsten Folge. Aber nochmal nach mal Hundi gucken. So, als allererstes möchte ich gerne mein Schwert verbessern. Das kann ich wo machen? Ich weiß das gar nicht mehr. Also ich weiß das hier zumindest nicht. Kannst du mir noch was beibringen? Ausdauer. Ja, hätte ich gerne. Wo, ach ja, seht ihr da, neben Elixit, 1000 kostet es und ich habe über 100.000. Nehmen wir natürlich mehr Ausdauer, weil die brauchen wir. Zeigt die Realität mal für Karte. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Guter Esser. Rüstung. Da können wir auf jeden Fall noch was beipacken. So viel wie halt geht. Ich weiß nicht hier, wo die Dingens ist. Vielleicht bei mir zu Hause? Kannst du mir noch was beibringen? Sicher. Ach, Attribute, genau. Gib mal noch ein paar. Erfahrung für getötete Feinde. Für erledigte Missionen. Ach, guck mal, Praktika hätten wir sofort. Ah, gut, 50 Intelligenz, ne? Falscher Kampftheorie erhöht deinen Kampfwert. Überleben erhöht deinen Überlebenswert. Erhöht die Kampfkraft deiner Gefährten bei jeder Stufe. Ausgeglichen. Den Tier sofern Kälte zwischen. Tribute. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen. Machen wir natürlich hier erstmal voll. Und ich. Ja, möchte gerne da noch mal eben hin. Gucken, ob dem uns noch was für die Kampfkraft beibringen kann. Die Größe des Hauses lässt darauf schließen, dass die Familie, die hier gewohnt hat, sehr mächtig gewesen sein muss. Wie kommst du darauf? Entweder die Familie hatte sehr viele Verwandte oder dies war eine Brutstation. So oder so. Hier muss ein Herrscher gelebt haben. Ach, Nahkampf, schwere Waffen, Nahkampfschaden, genau. Granaten. Paradestärke, Angriffsstärke, schwere Waffen. Fernkampf, Nahkampf. Schön. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die jetzt alle so von alleine zusammenkommen, die ich gesammelt habe, die ganzen Leute. Ich bin Thorald begegnet und er war, naja, sagen wir, sehr beschäftigt.
Nun, wenn das wahr ist, dann wurde dir die Ehre zuteil, einen der größten geistigen Anführer kennenzulernen, die Edan je gesehen hat. Er wird schon wissen, was er tut. Und ich hoffe, er kann bald wieder bei uns sein, wenn seine Mission erfüllt ist. Tja, aber bis es soweit ist, haben wir hier unsere eigenen Probleme in Goliath zu lösen. Thorald und ich planen einen Angriff auf den Eispalast. Ja, es wird Zeit. Wir können nicht mehr lange warten. Man berichtete mir schon von Truppenbewegungen in Xarkor. Wirst du an Thoralds Seite kämpfen? Sieht ganz so aus. Gut, dann warte ich auf Thoralds Befehl, sodass ich ihm gute Männer mitgeben kann. Ich selbst werde leider hier gebraucht. No. Aber meine besten Wünsche werden euch begleiten, wenn es soweit ist. Magalan den Menschen. Feigling. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen? Ich habe keine Ahnung. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall nochmal unseren Helm kaufen. Erzberserker-Helm. Okay, was haben wir dann noch? Können wir eigentlich schon, was ich möchte eigentlich mein Schwert behalten. Hey ho, sieht gut aus. Werkbank. Genau, ich brauche 3x Eisenerz und 3 Goldbrocken. Drei Goldbrocken. Okay. Werten wir jetzt unser Schwert auf. Ja. Geht nicht ganz. Kleiner weißer Stein, kleiner roter Stein. Kleiner weißer Stein, grüner Stein. Ein gelber Stein. Schöne Sache. So, jetzt das Plasma. Können wir da denn überhaupt was machen? 5x reines Elex Elektroschott, 5 Energiespeicher. Was können wir damit dann erreichen? Schaden 58. Obwohl, können wir ja mal machen, ne? Also 5x Elex, 5 Elektroschrott und 10 Energiespeicher. Okay, 5 Elektroschrott. Der hat nur einen davon, scheiße. Elixier brauche ich auch. 5. Und Elektroschrott.
So, damit da ich ja hier jetzt nichts machen kann und, Technik wird hier nicht gerne gesehen. Gut, gehe ich jetzt halt. Hierhin. Zum Fort. Dann spreche ich auch mit dem Duke. Mit dem Duke? Duke? Ich weiß nicht, wie er heißt. Mensch, mit dem Duke da. Mit dem Typen, der da was zu sagen hat. So. Ich brauche noch ein paar Energiespeicher. Das wird aber nichts mit 10 Energien. Hat überhaupt nicht sowas da. Das ist nicht schlimm. Vielleicht den Ignadon. Dieser Turm wird fallen und all jene begraben, die seinen Schutz suchen. Und woher nimmst du diese Erkenntnis? Weil in der Zukunft kein Platz für die Relikte der alten Welt ist. Es wird bald Zeit, den Eispalast anzugreifen. Eier aus Stahl, was? Tja, wenn du ein paar Verrückte gefunden hast, die bei so einer wahnsinnigen Sache mitmachen. Es wird sich kaum vermeiden lassen, wenn wir nicht von der Armee der Alps überrannt werden wollen. Mal sehen. Vielleicht schaue ich mir die Sache sogar an, wie sie euch den Arsch aufreißen. Bis dahin habe ich hier aber noch ein paar Dinge zu erledigen. Also, wenn dann weiter nichts Wichtiges ist. Wir gehen nochmal zu Crazy Red. Der hat noch ein paar Granaten für uns. Ich habe mein Schwert gar nicht ausgerüstet. Boah, sieht auch schon viel besser aus, ne? Okay. Ich brauche Granaten und ich brauche Energiespeicher. Ach, der 12. Perfekt. Okay, dafür hast du aber sonst nichts, ne? Der andere, der da vorher war, der hatte aber wenigstens immer Granaten dabei, ey. Wie viele Granaten brauche ich? Ich brauch viele. 200 Stück. Ungefähr, so 200 Stück wären schon, joa. Ja, 200 Stück ist schon. Zeig. 500. Ich hasse Diebe. Nein! Scheiße, ich wollte nicht klauen. Verschwendest du einen Gedanken daran? Ist das dein Ernst? Das hast du sicher nur in den falschen Hals bekommen. Kann ich jetzt bei dir wieder kaufen?
Wütend. Geschäft, Gemischtwarenhändler ist wütend. Eieiei. Eieieiei. Hab ich voll verklickt, ey. Der ist noch nicht da. Zeig mir. Giftkriegerschwert kriege ich eh nicht kaputt. Ach, da ist er. Der kommt schon wieder. Gucke mal. Es tut mir so leid. Diebe gehen mir besser aus dem Weg. Diebe gehen Was? Mir besser aus ich dem Weg. Was? Ich kann nicht mehr bei dem kaufen. Zeig. Ach, Scheiße. Gucken, ob man den Ignadon irgendwie mehr kriegt. Mehr Granaten. Kaufe ich mich ja dumm und dämlich, ey. Ja, hast du hier auch deinen Senf irgendwie zuzugeben oder so? Ein blindes Gefolge und ein falscher Götze. Und dennoch schaffen sie es, solche Prunkbauten zu errichten. Ich bin beeindruckt. Ist gar nicht da. Ist er mich komplett verlaufen? Ich werde bald den Eispalast angreifen. In der Tat. Eine große Aufgabe. Ich wäre gerne dabei, aber wir haben hier unsere eigenen Probleme. Ich hoffe, dein Vorhaben wird glücken. Und wir werden bald die frohe Kunde von deiner Wiederkehr aus dem Eispalast feiern können. Möge Kalan dir beistehen. Jetzt habe ich wenigstens überall Bescheid gesagt. Jetzt muss ich aber gucken, wo kriege ich denn jetzt hier was? Granaten? Man muss das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Da ist auf jeden Fall so ein Waffendingens da. Kann man auch Waffen kaufen, möchte ich verwetten. Rüstungskammer, das hört sich schon mal sehr gut an. Schönen guten Tag, Rüstungsschmied. Jetzt nicht! Wie jetzt nicht? Jetzt nicht! Was? Wieso nicht? Bedauerlich, dass die Kleriker das Elex nur für ihre Maschinen verwenden. Es ist so, als würde man sich einem guten Essen verweigern und die Reste vorziehen. Okay, der Rüstungstyp will mir nichts verkaufen. Die meisten gehen mir auf die Nerven. Siegfried wird mir auch nichts verkaufen. Hey, du bist doch derjenige, der bei Reinhold behauptet hat, ich würde hier mit Elex handeln. Deine Anschuldigungen kannst du dir sonst wohin schieben. Mit Leuten wie dir will ich nichts zu tun haben. Verpiss dich! Ich habe hier was für dich, das dich umstimmen sollte. Na gut. Ich will mal nicht so sein. Aber glaube nicht, dass ich dich jetzt plötzlich leiden kann. Also, was willst du? Du musst mich nicht leiden. Lass uns ha- Der hat hier nur dieses ganze Zeug. Mein Gott, ich brauche doch einfach nur Granaten, ey. Eine Hand wäscht die andere. Ja.
Überhaupt keine Granaten. Ist das denn so? Ich weiß nicht. Das hast du sicher nur in den falschen Halt bekommen. Naja. Ja. Ich muss da kaufen. Uah. Beinahe an die Lava gefallen, ey. Ich muss da kaufen. Bleibt ja gar nichts anderes übrig. Martha. Das sind zwei Stück, die mir noch was verkaufen können. Probiere ich nochmal aus. So, du hast Handgranaten. Schön. Ja. Zeig mir das. Alles klar. Ich gebe zu. Heiltrank. Großer Heiltrank. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Hast du irgendwie Heiltrank oder so? Nee. Okay, hier kann ich nichts erwarten. Das wollte ich alles gar nicht wissen. Dann versuche ich es nochmal im Vor. So, Heiltrank. Hä? Zeig mir deine... Ich hab gleich 200 Handgranaten. Zeig mir. Ich will noch mal, soll noch mal einer sagen, ich schaff das nicht hier. Ich schaff das. Zeig. So, 200 Handgranaten. Fehlt aber immer noch Elix. Hey, du wirst hier als Verbrecher gesucht. Melde dich umgehend bei William, wenn du nicht noch mehr Ärger willst. Ja. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Entweder du bezahlst deine Strafe oder du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Ich zahle meine Strafe. Das will ich dir auch geraten haben. In meinem Vor bleibt nichts unbestraft. Und jetzt verpiss dich. Kann ich bei dir jetzt wieder kaufen, du Idi? Boah, das war wirklich aus Versehen, ey. Hier sagt er wieder alles klar.
Dann habe ich nur noch die Wahl, da zu gucken. Heiltränke und so. Jetzt werde ich erstmal meine Plasmawaffe machen. Kann ich die dann auch weiterhin benutzen? Ja, kann ich. Schöne Sache. Kriegerbogen. Kann ich nicht. Flammenwerfer. Könnte ich sogar, wenn ich 10 Schwefelbrocken habe und 5 Elektroschrott. Hat er gar nicht irgendwie Heiltränke oder so? Hat er gar nicht. Gott, da muss ich mal gleich zu mit anderen gehen. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Gut. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Gehen wir jetzt mal hier runter. 200 Handgranaten. Halt die Ohren, Steff. Ich weiß immer noch nicht, was das mit den Krallen bedeutet, aber egal. Du hast doch sicher Sachen im Angebot, die nichts kosten. Wie kommst du darauf? Das ist doch eine Gemeinschaft hier. Da fällt immer etwas ab. Eigentlich nicht. Aber es kann ja nicht schaden, den Anfang zu machen. Hier, nimm das. Tschö. Ich will... Gut. Mächtiger Heiltrank hat zu 5 Stück. Mächtiger Mana-Trank hat zu auch 5 Stück. Großer Heiltrank... Großer Mana-Trank, Heiltrank. Mana-Trank, kleiner Heiltrank. Mana-Trank, pures Mana. Aber das kann ich nämlich auch essen. Ballzwingende. Man kann nie genug haben. Nie genug. Und ich bin... Sieh an, du wurdest tatsächlich bei uns aufgenommen. Es freut mich. Wir können jeden Kämpfer gebrauchen seit der großen Schlacht um den Konverter. Und dass du einen harten Schlag drauf hast, durfte ich schließlich an meinem eigenen Gesicht spüren. Haha! Hier, das geht aufs Haus. Willkommen bei den Berserkern. Cool. Gib mir was zu... Was? Die sind ja nett. Mächtiger Heiltrank. Achso, das ist der Mana-Trank. Sehr schön. Ich muss mich sowas von vorbereiten. ich will handeln.
Doch, gut. Ich denke, ich habe alles, oder? Oh, verdammte Technik. Ach, da ist schon alles fertig. Oh, verdammte Technik. Ich denke, ich bin jetzt auch soweit. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Natürlich. Obwohl. Mitkommen. Ja. Obwohl. Ich weiß nicht, wen ich mitnehmen soll. Weißt du was? Hier, geh weg. Ich brauche... Crowley. Mitkommen. Hier unten kann ich auch noch was eben kaufen. Zeig. Aber gut, die Sachen alle zu verkaufen. So, speichern wir das erstmal bei 2, weil falls das nämlich nicht reicht, dann könnte ich nämlich zu diesem Speicherstand wieder zurück und dort dann halt erstmal wieder weiter Geld machen und weiter einkaufen, weil ich wirklich nicht weiß, ob es reicht, ich weiß es nicht. So, da das jetzt aber auch hier erstmal Ende ist, weil wir haben jetzt 20 Minuten um, 23 sogar, glaube ich. Und ich möchte jetzt nicht mitten in der Schlacht halt einen Cut machen, deswegen mache ich jetzt einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn.